Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Link-Kampf mit meinen Abonnenten bei Pokémon Schwert und Schild. Ich bin von der Gamtes als Hobby und wir... Mein Abonnent Dark Prince wollte nochmal gegen mich spielen. Kämpfen. Wollte mich herausfordern. So. Bist du drin? Jetzt hier. Passwort? Keine Ahnung. 2480. 2480. Einzelkampf? 2480. Und ja. Einzelkampf, ja. Und es wird gesucht. Sehr schön, bei mir auch. Okay, dann hat es wurde ein Gegner gefunden. Ja, ich rede mit jemandem, wie ich schon gesagt. Da brauchst du mir keinen Schingelfinger zeigen, Mama. Ja, aber guck mal, das sind Eltern. Ach naja, ist doch nicht so schlimm. Aber wir können vielleicht nachher ein Turnier, weil ein Kumpel von mir hat nachher Zeit. Ja gut, ich aber nicht mehr. Ich habe bis 13 Uhr Zeit, also 1,5 Stunden noch. Und dann nicht mehr? Oh, sogar nur noch 1 Stunde. Meine Verlobte schreibt gerade, dass ich um 13 Uhr bei der ihr auf der Arbeit sein muss. Jetzt ist mal hier los. Ach so, ja, ich muss mal drücken. Entschuldigung. Ich war jetzt abgelenkt durch meine Freundin hier. So, Einzelkampf normale Regeln nehme ich mal an. So, ich habe jetzt alle 8 Ohren. Oh, sehr schön. Wir sind doch ein starkes Team. Na, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wen schicke ich denn nochmal zuerst? Ist ja nur das erste Pokémon wichtig, der Rest ist ja egal, welche Reihenfolge. Oh, ein Rihorn. Braucht noch ein bisschen was. Fertig. Da ist mein erstes Pokémon auf jeden Fall falsch. So, meine Liga-Karte habe ich auch verändert. Ich sehe es, ja. Hat sich verbessert. Ein Rizeros kommt zuerst. Galliantri. Hab ich verdient. Na, greift man natürlich direkt an. Ich jetzt mal sofort ausfinden. So ein Mist, warum? The Craymore. So Mist. Und tot. Oh, es hat viel abgezogen. Ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel.
Dann kommt das Video hoch. Keine Ahnung. Das vordere, mit dem vorderen Kampf. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Okay. Na, versuchen wir es mal. Komm mit mir. Kämpf gegen dich selbst. Hab ich. Ja gut, Olanga wäre dagegen. Müsste reichen, denke ich mal. Einmal gestempelt. Alles steht hier bei mir wirken. Was steht bei dir alles? Wirkungslos. Wirkungslos, oha. Ja, okay, das ist alles doof. Ich muss erstmal in Leo ran. Oh, Glück gehabt. Na gut, jetzt ist die Frage, darfst du zuerst anfangen oder ich? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ich? Wirklich jetzt Rizeros. Rizeros war in der ersten Generation immer in meinem Team. Kavalanzas. Zum Aufwandschnitt. Tja, der Dark Prince ist schon richtig stark, oder? Da bin ich halt. Da passt doch. Ein Pokémon kommt jetzt, wenn das gar nichts kann. Gegen dein. Bei ihm steht wirklich überall wirklich. Ja. Machen wir noch ein kleines Spektakel. Ein großer Dark Prince. Ja, weiß. Jetzt ist nur die Frage, wer anfangen darf. Ja gut, wenn bei dir alles wirkungslos ist, dann ist ja... Wurscht. Gangwechsel. Ich komm gleich, Mama. Mit Englisch fertig. Mann, schon wieder. Dark Prince gewinnt gegen Dark Prince. Wenigstens habe ich eins getötet. Immerhin eins, ja. Ist schon mal etwas. Ja, gut, okay. Ich muss jetzt. Deine Liga-Karte nehme ich auch direkt. Ja, ich muss jetzt leider aufhören. Alles klar, macht nichts. Ich habe ja auch nicht allzu lange Zeit heute noch. Aber morgen vielleicht hast du mehr Zeit, oder? Nee, morgen habe ich gar keine Zeit. Ich habe wahrscheinlich erst Montag wieder Zeit, aber da auch nur ein, zwei Stunden. Oh Mann. Ja, momentan ist ein bisschen doof bei mir. Ein bisschen eng. Okay, dann muss der da. Jo, tschüss. Tja, Leute, das war's dann wohl wie auch wieder mit Pokémon Schild gegen Abonnenten. Er kam ja leider nicht allzu gut gegen meinen Dark Prince an. Das Lustige ist, er heißt selber Dark Prince auf YouTube. Sein Kanal, könnt auch bei ihm vorbeischauen.
Und ja, das war ja dieses Gag-Pokémon, sage ich jetzt mal. Ich habe mehrere Pokémon, die habe ich nach meinen Abonnenten benannt und das war eins davon. Ja, und das war er selber, so gesehen. Und er kam gegen sich selbst nicht an. Aber gut, okay, vielleicht irgendwann einmal. Er hat das Spiel, er ist noch recht neu. Er wird bestimmt sein Team noch ein bisschen ausfeilen und balancieren. Mal gucken. Auf jeden Fall, danke fürs Mitspielen, Dark Prince. Und ja, euch Zuschauern danke ich euch fürs Zugucken. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ob bei anderen Let's Plays oder hier zurück bei Pokémon Schild. Vielleicht bei Online-Rang-Matches. Jo. Oder gegen andere Abonnenten, je nachdem. Ihr dürft mir natürlich auch mich unterstützen. Auf meinem Kanalbanner rechts gibt's ein Button dazu, dass ihr mich unterstützen könnt. Würde mich freuen. Egal wie wenig. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Hoffe ich doch auch bei anderen Let's Plays. Bis dahin. Tschüss.